Guten Abend miteinander. Recht herzlich willkommen zu der Bevölkerungsinformation, Thema Gesamterneuerung Waldenburgerbahn. Gerne geben wir Ihnen heute ein paar aktuelle Informationen zum Thema, zum Projekt als Ganzes, aber selbstverständlich nachher auch zum Baustart. Es ist ein bisschen eine andere Situation, als wir hatten in den letzten paar Informationen. Wir haben ein bisschen verschiedene Massnahmen, wo ich nachher gerade nochmal darauf zurückkomme. Heute oben werden Sie von uns etwas hören zum Thema Ausgangslage, dann der Verfahrensstand, wo steht überhaupt das Verfahren im Moment. Dann ganz wichtig, der Baubeginn der Bauarbeiten. Wir fangen relativ gleich an und Betrieb nachher jetzt mit den Bauarbeiten. Endlich, kann man sagen. Wir sind jetzt relativ lang schon planen und sind auch schon ein paar Mal in verschiedenen Gemeinden und der Mehrzweckhalle gewesen. Also wir kennen bald jede Mehrzweckhalle im Tal. Dann werden wir über die Übersicht und Bauphase berichten. Dann Kommunikation, ich denke ganz wichtig, wie kommunizieren wir, vor allem auch während der Bauphase. Dann über das Fahrzeug und den Bahnensatz, wie sieht es dort eigentlich aus, wie erfahren wir jetzt nachher was. Und schlussendlich möchten wir nachher auch Ihnen Gelegenheit geben, uns noch Fragen zu stellen. Und wenn ich sage, uns Fragen stellen, dann nachher sind verschiedene Vertreter, die Ihnen heute Rede und Antwort stehen können. Es ist Vertreter vom Kanton Basel-Land. Jetzt suche ich sie gerade, Stefan Ruana. Dann der Dani Job. Wo ist er? Da, jawohl. Dann von der BLT, wenn wir ganz links anfangen, ist Dines Huber. Sie ist die Dame im Hintergrund, die die Anlässe immer so hervorragend organisiert. Doris Fritschi, unsere Kommunikationsspezialistin. Sie ist dann auch verantwortlich, dass eben Kommunikation schlussendlich mit Ihnen und der Bevölkerung aus dem ganzen Tal auch funktioniert. Der Reto Rotzler, der Leiter Infrastruktur. Dann haben wir den Reto Vollenweider, er ist von uns beauftragt, von der Firma RAP. Dann, wer haben wir noch? Der Peter Baumann, bekannt als Projektleiter in den oberen Los von Hölsten bis auf Waldenburg. Dann der Freddy Wecker in den unteren Los von Liestl bis kurz vor Hölsten. Und meine Wenigkeit, ich bin der Freddy Schödler und verantwortlich für Betrieb und Technik. Habe ich irgendjemanden vergessen vorzustellen? Ich glaube nicht. Also, gut. Ich habe gesagt, wir sind ein bisschen anders organisiert heute, als wir eigentlich in den vergangenen paar Mal gewesen sind. Coronavirus hat auch uns eingeholt, aber zum Glück nur in der Kommunikation und sonst nicht. Da kommen wir nachher dann einmal drauf zurück. Darum haben wir heute auch die komische Bestuhlung mit der Abstandsregel, die wir einhalten müssen. Wir haben euch dürfen voranmelden. Dafür kennen wir jetzt, wer das von euch da war. Das ist die andere Seite. Und dann haben wir keine Plakatwand heute. Und vor allem, das ist sehr, sehr schade, auch aus unserer Sicht, wir haben kein Apero, wo wir können offerieren können, wo uns nachher die Gelegenheit gibt, vielleicht das eine oder das andere, auch noch können mit Ihnen unter 4, 6 oder 8 Augen können zu diskutieren. Ganz wichtig ist noch, ihr seht da 2 Kameras. Die Veranstaltungen, also alle 4, werden aufgenommen und werden nachher im Internet entsprechend publiziert. Wenn Sie in irgendeiner Form nicht einverstanden sind, dass man vielleicht Ihr Gesicht sieht im Internet, also auf der BLT-Seite, dann nachher sagen Sie das bitte. Dann nachher versuchen wir, das schlussendlich dann auch zu verdecken in der Kamera. Es ist aber so, dass mehrheitlich natürlich die Referenten da vorne aufgenommen werden. Gut. Meilenstein, wo stehen wir im Moment mit dem Projekt? Der Baubeginn ist im 4. Quartal, jetzt 2020, also das heisst Grössenordnung Oktober, November und Dezember, ist der Baubeginn unter Betrieb geplant, sobald Plangenehmigungen vorliegen. Sie sehen das eine oder das andere schon etwa Bautätigkeiten, die wir heute im Tal eigentlich haben, also der Gleichrichter zum Beispiel Bachmatte oder im Talhaus der Gleichrichter, den man baut. Dort ist es so, dass die Bewilligungen bereits sind, darum bauen wir dort entsprechend auch. Am 6. April 2021 geht es nachher so richtig los. Dann sperren wir nämlich Bahn. Wir nehmen die heutige Waldenburgerbahn außer Betrieb und fahren nachher mit Gelenkbus das Tal auf und das Tal ab. Selbstverständlich mit einem guten Angebot. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, wie denn das genau auch funktioniert. Und was wir das letzte Jahr ja bereits auch publiziert haben, dass wir sicher einen dichteren Takt werden anbieten. Dann ist 20 Monate Bau- und Inbetriebsetzungsphase und am 11. Dezember 2022 geht die neue Bahn in Betrieb. Das ist immer noch der gleiche Termin, den erzählen wir jetzt seit Ende 2015
Und an dem halten wir auch fest und da arbeiten wir auch daran, dass das schlussendlich auch funktioniert. Ganz wichtig ist aber auch, dass wenn wir nachher in Betrieb gehen, am 11. Dezember 2022, dass es im Tal nicht fertig gebaut ist und noch nicht überall ganz glänzt, weil der Kanton wird nachher den einen oder anderen Strassenbelag noch ersetzen. Wir werden noch Restarbeiten machen, mal einen Rabatt vielleicht noch fertigschalten, Gartenhäge aufstellen und so weiter. Und das wird bis im Laufe von 2023 nachher erfolgen. Wir haben die ersten Arbeiten ausgeschrieben, und zwar Tiefbauarbeiten haben wir ausgeschrieben, öffentlich nach der GATT-WTO, also nach internationalen Richtlinien. Und wir finden es ganz toll, dass die beauftragten Unternehmer praktisch alle in der weiteren Nordwestschweiz sind. Wir haben auch ganz toll, dass sich die Bauunternehmer zusammengetan haben und nachher Arbeitsgemeinschaften gebildet haben. So haben wir zum Beispiel Albin Bohrer, Anliker Wirz und Ziegel, die eine Arbeitsgemeinschaft gebildet hat, Martin Tozzo, Sersa und der Valo oder der Meier Jäcki und der Vanoli und in Plenia, die ebenfalls angeboten haben. Also ihr seht, da seht ihr auch die Losaufteilung auf dieser Präsentation. Und wir haben die Baumeisterarbeiten doch immerhin ein Volumen von 116 Millionen Schweizer Franken können vergeben, wo letztendlich in der Region auch eben Arbeitsplätze schafft. Wir finden das ganz toll, dass das so funktioniert hat und dass sich die Bauunternehmen wirklich auch so haben können zusammenschliessen und die Angebote nachher schlussendlich auch für sich entscheiden. Wie geht es weiter mit den Submissionen? Es ist so, dass Gleisarbeiten öffentlich ausgeschrieben worden sind. Wir haben die Offerten am 20. August bekommen. Wir haben die ausgewertet und wir haben jetzt die Vergabe von den Arbeiten vergeben. Die Einsprachefrist ist aber noch nicht ganz abgelaufen und darum dürfen wir noch nicht sagen, wer das den Zuschlag bekommen hat. Aber so viel dürfen wir sagen, es sind auch keine ausländischen Unternehmen. Wie geht es weiter mit den Ausschreibungen? Wir werden als nächstes ein grösseres Paket der Verkehrsdienst ausschreiben, weil die Bauarbeiten ist ganz wichtig, dass man den Verkehr eben vernünftig leiten kann, dass man den auch lastabhängig entsprechend leiten kann. Und das machen wir mit Personen, die das schlussendlich nachher eben tatsächlich machen. Und dann ist die nächste grosse Ausschreibung ist der Bahnhof Waldenburg. Dort werden wir zuerst den Rückbau von den bestehenden Gebäuden, einerseits das ganze Bahnhofareal, aber auch den Polizeiposten, ausschreiben, dann werden wir die Baugruppe müssen machen, dann die Baumeister vom Hochbau und natürlich auch die ganzen Tiefbauarbeiten vom Trassebau schlussendlich nachher, wo ja dann auf Oberdorf runtergeht. Der Bahnhof Waldenburg ist natürlich eins der Schmuckstücke nachher von dem ganzen Tal. Da noch eine Visualisierung, das haben wir sicher auch schon alle mal gesehen, entweder in den Zeitungen ist es schon gewesen oder auch an Informationen. Das ist, wenn man auf Waldenburg reinfährt, Richtung Süden nachher, also Richtung Langenbruck, wo man nachher hinten dran das ganze Depotgebäude haben, also bewusst eigentlich im hinteren Teil die Depotanlage und im vorderen Teil nachher die Perronanlage, wo man dann da vorne nachher auch noch einen Kiosk haben und der Kiosk schlussendlich nachher die Ansicht von aus dem Städtli raus Richtung Oberdorf haben, also Richtung Norden, wo wir da nachher Bushaltestelle haben für die Linie 94 und da nachher den Kiosk mit dem Bankomat entsprechend. Und selbstverständlich auch Veloplätze vorne dran mit Kissendreitparkplatz und so weiter. Das wäre schon gewesen zu der Einführung und ich übergebe jetzt gerne dem Reto Rotzler. Er berichtet Ihnen ganz kurz über den Verfahrensstand und zeigt Ihnen, wie weit dass wir dort sind, zusammen mit der Bewilligungsbehörde. Also, Sie haben es gehört, die Bauunternehmer sind am Start, die Arbeitsvorbereitung ist am Laufen, aber wie sieht überhaupt das Verfahren aus, wie ist der Verfahrensstand? Wir haben die Losaufteilung, Los 1 bis 7, und wir haben das Los 6 noch unterteilt, in das Los 6.1 und 6.2. Und für all die Los haben wir ein eigenes Plangenehmigungsdossier erstellt, ein eigenes Baugesuch und haben das auf Bern geschickt. Als Bahn ist ja für uns als Bewilligungsbehörde das BAV, das Bundesamt für Verkehr in Bern, zuständig. Entsprechend sind die Dossiers seit Ende 2018, Anfang 2019 beim BAV.
Die sind öffentlich aufgelegt worden. Der Kanton hat keine Stellung nehmen dazu. Die ganzen Bundesbehörden, wie das Bundesamt für Umwelt, Raumplanung etc., haben ihre Stellungnahmen abgegeben. Es hat Einsprachen gegeben und all das ist gesammelt worden. Wir haben wieder Stellung genommen dazu etc. etc. All die Punkte, die dort aufgekommen sind, sind mittlerweile weitestgehend bereinigt. Dann haben wir im Los 3, das haben wir glaube ich auch erzählt, im Bereich von dieser Grundwasserfassung Helgenweid haben wir einen Interessenkonflikt gehabt von der Stadt Liestal, die dort rund 50% von ihrem Trinkwasser gewinnt, und der Renaturierung von der Vorderen Franken. Der Interessenkonflikt hat nachher ergeben, dass eigentlich das Bundesamt für Umwelt den Trinkwasserschutz höher gewichtet hat und darum wir in diesem Bereich das Projekt haben müssen umplanen. Also die Renaturierung von der Vorderen Franken ist sistiert. Franken bleibt in ihrem Kanal und entsprechend haben wir das Projekt müssen anpassen. Darum haben wir im Los 3, weil der untere Drittel mit der Haltestelle Lampenberger-Amlinsburg ist unbestritten war, haben wir gesagt, wir wollen dort eine Teilgenehmigung, dass wir das dort beschleunigt, denn die Genehmigung haben. Und der obere Teil, der von der Umplanung betroffen ist, kommt dann später. Es ist so, dass wir jetzt das geänderte Dossier von dieser Projektänderung werden einreichen, im Laufe des September noch. Und das ist eben eine relevante Projektänderung und darum wird die nochmal öffentlich aufgelegt in der Gemeinde Hölsten. Das wird im Herbst wird das dann der Fall sein, Grössenordnung Oktober, November. Und dann haben wir noch ein zusätzliches Dossier für Bahnübergänge, also sämtliche Schrankenanlagen am Bahnübergang haben wir auch ein separates Dossier noch gemacht und das haben wir bereits eingereicht Ende August. Auch das wird im Herbst dann nochmal öffentlich aufgelegt in allen betroffenen Gemeinden. Jetzt aber eben die Los 1 bis 7, die schon lange beim BAV sind, die sind weitestgehend sind die bereinigt, sodass wir eigentlich die Plangenehmigungen dürfen erwarten jetzt im vierten Quartal, wo eigentlich dann der Baubewilligung entspricht und wir schlussendlich dann dürfen starten mit Bauarbeiten. Nochmal ganz kurz würde ich eingehen auf das Los 3. Sie sehen hier den Projektperimeter auf der linken Seite, wo es rot anfängt, ist die Haltestelle Lampenberger-Amlinsburg. Und Sie sehen, das Los 3 erstreckt sich bis Dorfeingang Hölsten auf der rechten Seite. Und was Sie auch sehen, so die hellblauen Striche in der Mitte, das sind eben die Grundwasserschutzzonen. Und genau um die zu schützen, haben wir das Projekt abgeändert. Sie sehen, der untere Drittel ist eben der Teilgenehmigungsperimeter und dann die oberen zwei Drittel bis Eingangshölsten, das ist jetzt die angesprochene Projektänderung. Sie sehen hier einen Ausschnitt aus dem Situationsplan. Ganz unten in Grau, das ist der Kanal von der Vorderen Franken. Dann schließt der rote Bereich, das ist jetzt das neue, geänderte, verschobene Bahntrasse, zweispurig. Dann schließt Gel an, Kantonsstrasse und dann eben entsprechend, weil alles richtig Hang überschiebt, seht ihr dann das Schraffierte, das ist dann der neue Böschungsanschnitt, den es eben braucht, wenn man das Projekt nach oben drückt. So sieht es nachher im Querschnitt aus. Sie sehen wieder auf der rechten Seite in Grau den bestehenden Bachkanal und von dort an haben wir das ganze Projekt aufgebaut und Sie sehen, die Felssicherung auf der linken Seite und dort die gelbe Linie, der Buckel vorne dran, das ist die Felsflanke heute. Und Sie sehen, wir müssen die doch um 4 bis 5 Meter zurücksetzen. Das ist jetzt der Querschnitt im extremsten Bereich. Es ist selbstverständlich, auf den meisten Abschnitten ist es auch ein bisschen weniger. Sie sehen auch, wir können die bestehende Bachmauer im Gleis entlang, die können wir stehen. Die braucht etwas an Verstärkungsmaßnahmen, aber die Verstärkung so ermöglicht eben auch, dass wir nur von der Strassenseite, von der Bahnseite an die Mauer ran müssen und nicht im Bachkanal innen müssen arbeiten. Das ist auch wieder sehr wichtig für den Grund- und Trinkwasserschutz. Dann würde ich auf einen Landerwerb zum Thema Verfahrensstand. Sie sehen unten rechts, es sind 255 Parteien. Zum Teil sind es sogar mehr Parzellen, weil einige Parzellen gehören im gleichen Grundeigentümer. Also wir haben mit 255 Eigentümern haben wir Landerwerbsverhandlungen geführt.
Von diesen 255 hat es im Ganzen 53 Einsprachen gegeben auf der ganzen Strecke. Sie sehen hier so ein bisschen die Verteilung, in wen los es mehr Einsprachen gegeben hat und in wen los es weniger Einsprachen gegeben hat. Ich glaube, es ist absolut nachvollziehbar, dass eben im Los 4, wo ja höllste Innerorts ist, oder das Los 6, wo Niederdorf Innerorts und Oberdorf Innerorts ist, also es dort am meisten Einsprachen gegeben hat. Dort hat es halt auch am meisten direkt Betroffene vom Projekt. Und da ist klar, dass dort der eine oder andere vielleicht nicht einverstanden war. Sie sehen aber auch, wir haben im Moment noch 3 offene Einsprachen. Also wir haben mit 50 Einsprechern haben wir eine Einigung gefunden. Wir konnten eine Vereinbarung abschließen miteinander. Sie haben ihre Einsprache zurückziehen. Sie sehen, wir haben im Los 3, 4 und 6 noch je einen Einspruch. Jetzt ist es so, im Los 4 und 6 sind wir uns schon handelseinig. Das heisst, die Vereinbarung ist bereits unterwegs. Die erwarten wir in den nächsten Tagen unterzeichnet zurück und dann sind die Einsprüche auch zurückgezogen. Und dann verbleibt noch die Einsprache im Los 3 von der Stadt Liestal, wo dann mit der Projektänderung, sobald die Projektänderung gesichert ist und rechtskräftig ist, kann auch die Stadt Liestal dann ihren Einspruch zurückziehen. Also wir sind überzeugt davon, dass wir einen Einspruch in ein freies Gesamtprojekt hinkriegen. Ist natürlich auch nötig, weil solange die Einsprüche nicht bereinigt haben, gibt es keine Plangenehmigung. Also es ist Voraussetzung, dass wir auch schlussendlich ein genehmigtes Gesamtprojekt haben. Gut, das wäre der Verfahrensstand gewesen. Jetzt gebe ich gerne Reto Voller weiter, wo ihr im Detail erläutert, was wir überhaupt so machen mit den ersten Bauarbeiten. Geschätzte Damen und Herren, ich darf Ihnen mitteilen, was jetzt in diesem Tal gebaut wird und welche Verkehrseinschränkungen wir hier erwarten. Wir reden hier in diesem Bereich immer von der Zeit, die jetzt eben so lange gilt, wie das BIB noch in Betrieb ist, also bis im April 2021. Dort sind Gleichrichter noch zu bauen, Sickerbecken, Installationsplätze, Rodungen, Kunstbauten, aber auch vor allem Werkleitungen. Ein grosser Teil von diesen Arbeiten sind also Leitungsarbeiten. Also das Waldenburgerli fährt in dieser Zeit noch, es sind also alles Arbeiten außerhalb des Trassees. Während dieser ganzen Zeit, kennen Sie bereits, das ist der Vierspurausbau, der läuft parallel dazu weiter. Jetzt, wo finden die Arbeiten statt? Ich habe Ihnen hier eine Übersicht gemacht, wo man eigentlich aufteilt sieht, in welchem Los was passiert. Eben das ganze Tal ist ja eingeteilt in verschiedene Los und auch in verschiedene Projektperimeter, also auch in verschiedene Planerzuständigkeiten oder auch verschiedene Unternehmer. Sie haben die Folie vorher gesehen. Über den Bereich, wo wir heute reden werden, startet links beim Los 0, im Bahnhof Liestal, und geht dann eben bis und mit Los 3 bis zum Dorfeingang Höllsten. Wir schaffen uns von unten nach oben, also ich fange mit dem Los 0 an, wobei es beim Los 0 gar nichts zu bauen gibt. Das ist ja immer noch das Waldenburgerli in Betrieb und vor allem Baustelle SBB, wo die BIB im Moment nichts kann bauen in diesem Bereich. Dann gehen wir da gerade zum Los 1. Hier sehen Sie nochmal eine Übersicht auf ein Orthofoto, wo Sie dann jetzt den Tal aufwärts werden hören, was passiert. Es ist jetzt im grünen Bereich, sehen Sie dort, die Lärmschutzwand, die hier gebaut wird. Das ist ein Abschnitt, den man vorziehen kann. Das ist also außerhalb des Trassees. Kann man hier die Lärmschutzwand bauen. Das ist gerade hier bei der Haltestelle Alt-Märt, wo die Massnahme gemacht werden kann. Ich erkläre dann auch noch, wo der Baustellenzugang ist, weil das doch je nachdem Einschränkungen dann auf der Kantonsstrasse hat, in diesem Fall jetzt aber nicht. Also hier ist die Erschliessung für die Baustelle ist unten vom Benzbauerweg Richtung obere Seite zur Haltestelle rauf und via Gräuberweg. Die zweite Massnahme, gerade auch noch hier an der Haltestelle Alt-Märt, ist die Umlegung von dem Gräuberweg. Das ist nötig, weil es nachher auch ein Sickerbecken gibt, gerade in dem Bereich, wo dort, jetzt das umfasst. Und das ist nachher dann auch die Umleitung für den Fußgänger während der Baumassnahme. Also hier werden Sie da auch nicht spüren, auf der Kantonsstrasse beim Durchfahren.
gibt es also keine Massnahmen, die dann nötig ist auf der Kantonsstrasse. Dann ist das immer am Los 1 der Detailplan vom Abschnitt Gräubern. Da ist die Lichtsignalanlage. Und gerade dort nebenan ist ja der Gleichrichter, den haben Sie alle schon gesehen, durchfahren, der ist bereits gebaut. Aber gerade nebenan wird ein Versickerungsbulden gebaut. Das ist der markierte Bereich. Und dort ist das ein Versickerungsmulden. Also wir sind auf der ganzen Strecke, um ein Gleis entwässern, also unterirdisch entwässern. Und das braucht dann zur Versickerung dann eben genau die Versickerungsmulden. Eine ist also hier in diesem Bereich. Die kann man vorgängig bauen. Die stört also auch Kantonsstrasse und den Waldenburger Betrieb, Bahnbetrieb nicht. Hier gibt es für das Los 1, wo der Albin Bohrer ja im Lied wird umsetzen, da wird es eine Installationsfläche geben, in dem Bereich, wo dann erschlossen wird, über Gräuberstrasse unter die Wanne. Also da sind auch keine Einschränkungen auf der Kantonsstrasse zu erwarten. Dann gehen wir gerade weiter. Das ist beim Neuhof. Gerade neben dem Hof wird es dann auch noch mal eine Versickerungsmulde geben. Die wird auch vorgängig gebaut, außerhalb von Trasse. Und auch hier keine Einschränkung auf der Kantonsstrasse. Dann ist das noch mal eine gröbere Geschichte. Hier ist es eine grosse Lagerfläche. Eine Lagerfläche, die man nachher für die Schiene wird brauchen. Diese Fläche wird erschlossen, gerade direkt über die Lichtsignalanlage, wo ja dort schon bereits gebaut ist. Also dort gibt es einzelne Fahrzeuge, die dann werden abbiegen, aber das ist ja heute schon der Fall. Also da wird am Verkehrsregime auch nichts geändert. Das bleibt bei dem. Da sind wir bereits durch beim Los 1. Also da gibt es grundsätzlich im Los 1 keine Verkehrseinschränkung auf der Kantonsstrasse. Gehen wir zum Los 2. Das ist der Abschnitt Bubendorf bis Lampenberg ohne Haltestelle, das ist dann schon Los 3, Lampenberg-Ramlinsburg. Hier auf dieser Folie stellen wir immer die Arbeiten darstellen, die die BLT im Lead macht, mit einer Ausnahme, das ist die grau schaffierte Fläche, das ist die Wasserleitung, die Sie jetzt alle bestens kennen. Dort ist schon länger eine Baustelle, das ist aber im Lead vom Kanton, das Kantonsprojekt, wo die Verkehrsregelungsanlage Talhaus umgesetzt wird. Im gleichen Zug wird dann auch gerade die Wasserleitung eingebaut, auf die, wo ich jetzt noch gerade nachher erläutern. Und hier auch im Talhaus ist der Gleichrichter, den sehen Sie dann auf der rechten Seite, wenn Sie talaufwärts fahren. Gehen wir also in die BLT oder in die Arbeiten vom Waldenburgerli. Hier gerade beim Sportoutlet vis-à-vis gibt es auch wieder eine Sickeranlage. Die wird auf der Bahnseite eigentlich stattfinden und auch die Zufahrt ist via Bad Bubendorf, aber alles über Baupisten, so dass man dann auch gerade die Installationsplätze machen kann, abgewandt von der Bahnseite. Hier wird es interessant. Hier haben wir eine Wasserleitung, wo grundsätzlich gebaut wird für die Wasserversorgung Liestel. Die Leitung geht bis zur Helgenweide, Grundwasserfassung Helgenweide. Und da muss sie einmal unterdurch, und zwar unter die Hauptstrasse, die dann abzweigt Richtung Bubendorf. Also dort wird die Unterquerung stattfinden. Das ist aber im Pressvortrieb vorgesehen, so dass man nicht von oben ab einen Graben bauen muss, sondern man wird das unterirdisch queren. Und Sie sehen auf der rechten Seite einen Angriffsschacht, den man dann hier wird bauen. Dann weiter im Text ist das hier die Wasserleitung, die hier Richtung Hölsten dann hier weitergeführt wird. Auch wieder auf der rechten Seite, wenn man da aufwärts fährt, da wird es den Graben geben für die Wasserleitung. Es ist ja dort bei der Gewerbhalle. Die ist bereits gebaut, also auch die Parkplätze dieser Gewerbhalle, die sind ja im Betrieb. Und unten dran, ganz auf der rechten Seite, ist die Wasserleitung bereits gebaut. Also bis dorthin wird man anknüpfen. Und dann von hier weg bis zu dieser Unterführung
die ich vorhin erläutert habe, wird die Wasserleitung gebaut. Und im Zug von der Grabenauffüllung, kann man sagen, wird dann das Bahntrasse auch schon bereits vorbereitet. Also in diesem Bereich haben wir eigentlich einen Doppelspurabschnitt, der heute natürlich nur einspurig ist, aber dort die zweite Spur, die kann man auch bereits vorbereiten, sodass man nachher zügig dort weiterarbeiten kann. Zu diesem ganzen Knoten kommen wir noch zu sprechen, den Knotenumbau Bad Bubendorf. Dann geht es hier gerade nahtlos weiter. Das ist auf dieser Seite die Gewerbhalle. Und eben, wie gesagt, ist der Teil schon gebaut. Jetzt aber von hier weg geht es nochmal unten durch, unter der Hauptstrasse, respektive unter der Oberhauensteinstrasse durch. Im gleichen Verfahren, also man wird hier unten durchgehen, ohne offenen Graben, auf die andere Seite. Und dort wird die Wasserleitung, jetzt muss ich gerade auf die Folie zappen, wird die weitergeführt, und zwar Richtung Dorf aufwärts, also Richtung Höllste. Und das im Bereich des Trottoirs. Und für das ist jetzt hier eine Baupiste nötig, und zwar auf Seite Land. Und es ist auch eine Fahrspurverengung nötig. Und damit man das noch ein bisschen besser sieht, es ist das Foto ein bisschen klein, habe ich da noch so eine Grafik gemacht, wo man sieht, wie das ungefähr aussieht. Man hat eine Fahrspurverengung auf 3,50 m je Fahrtrichtung. Und eine Temporeduktion auf 60. Sie haben das auch schon erlebt. Sie sehen das jetzt, wie das aussieht im Dahlhaus. Das ist sehr ähnlich wie dort. Also dort die Spurverengung und auch der Bau der Wasserleitung. Was hier noch zu beachten ist, die ganze Strecke ist natürlich immer noch eine Ausnahmetransportroute. Also da müssen wir auch schauen, dass die grossen Fahrzeuge dann auch jederzeit passieren können. Das ist das Thema Wasserleitung. Die hat also mehrere Etappen. Das wird auch nicht alles gleichzeitig gebaut. Das wird nach und nach wird das dann, umgesetzt. Jetzt springen wir noch mal schnell zurück zum Knoten Bad Bubendorf, weil dort ist auch noch ein Installationsplatz, wo man dort vorziehen kann. Alles noch während dem Betrieb von der WB. Da kann man also den Platz, wo sie heute hier hinten durch hat es ja einen provisorischen Bushalteplatz und gerade hinten dran entsteht der Installationsplatz. Was man auch noch machen kann, gemäß Aussage vom Losingenieur in dieser Region hier, kann man den Vorplatz, der dann auch schon zum neuen Bahnhof wird gehören, den könnte man dort schon anfangen bauen. Das wird aber in der Richtung Februar, März wandern, wenn man mit dieser Wasserleitung dann durch ist. Dann ist das auch noch im Los 2, und zwar der Dienstort von der BLT. Also hier haben wir am Schluss den Bahnersatzbetrieb, respektive Bahnersatzbus. Also die haben quasi ihr Depot hier auf der unteren Fläche. Und auf der oberen Fläche gibt es nochmal einen Installationsplatz für den Unternehmer im Los 2. Unternehmer im Los 2, haben wir ja vorhin gesehen, ist Marti Tozzo Sersa und Valo, also die werden hier in dem Sinn installieren. Was es auch noch gibt, ist die Abstellanlage für die späteren Unterhaltsfahrzeuge. All das ist außerhalb vom Bahntrasse, also das kann man alles jetzt bauen. Das ist bereits die Übersicht vom Los 3. Da gehen wir ein auf die Arbeiten im Los 3. Da sind es vorwiegend die Arbeiten in der Bären-Matterstrasse und auch wieder Themen, zum Beispiel hier haben wir Stützmauern, die gebaut werden. Und zwar wird die Bären-Matterstrasse auf der Westseite zuerst einmal mit dem kleinen Abschnitt Stützmauern gebaut, so dass man nachher die Strasse verlegen kann. Und zwar muss die weiter abwandern, also weil das Bahntrasse ja breiter wird, wandert die Strasse Richtung Privatparzellen. Und dort wird man die Stützmauern in zwei Etappen bauen. Das ist die eine auf der einen Seite gewesen, und das ist nachher auf die auf der Seite Bahn, wo man auch bereits jetzt umsetzen kann. So, dass nachher dann später, also während der Bahnsperre, dann auch die Bären-Matterstrasse, die ja eine Umleitung werden soll, kann genutzt werden.
Und hier sehen Sie, da ist Bern, also die Kantonstrasse ist immer noch mit der gleichen Verkehrsführung, also ohne Einschränkungen möglich. Aber eben Bären-Mattenstrasse, die wird im Einbahnbetrieb stattfinden müssen. Sie sehen hier unten einen Lastwagen. Das wird der Installationsplatz dann für Los 3, wo ja dann der Albin Bohrer wird sein im Lead. Und hier ist die Zufahrt über die Lichtsignalanlage, die ein bisschen später kommt, also ein bisschen weiter unten im Tal. Hier haben wir eine Zufahrt für die ganzen Massnahmen. Jetzt haben wir vorhin gehört, das ist ja eine Einbahnstrasse. Das ist natürlich nur so weit, wie es das dann auch braucht für die Massnahmen, die wir hier bauen. Also hier bis zum von hier weg bis ungefähr zum Gysi haben wir immer noch Doppelspur, also zweispurigen Strassenbetrieb. Das hier ist noch die letzte Fläche im Los 3 und ist auch bereits umgesetzt. Also das ist die Fläche, die in den letzten zwei Monaten Bagger aufgefahren sind. Haben Sie sicher gesehen, dort sind jetzt auch bereits die ersten Gleise, oder besser gesagt die ersten Schienen, muss ich sagen. Die ersten Schienen sind hier gelagert worden. Die sind bereits angeliefert. Und das ist die Zusammenfassung. Jetzt haben wir natürlich nur über das Los 1 bis 3 geredet. Und das sind alle Massnahmen, die Sie jetzt auch noch sehen, im Tal passiert noch mehr. Natürlich weiter oben im Tal gibt es weitere Leitungsarbeiten. Und ich möchte eigentlich auf zwei Sachen eingehen. Die Wasserleitung in Hölsten und die Kanalisation in Niederdorf. Beide Massnahmen erfordern dort eine Lichtsignalanlage, weil die sind in der Mitte oder respektive auf einer Fahrspur in der Kantonstrasse sind. Das geht also nicht anders, dass man das, dort eine Verkehrseinschränkung wird spüren. Also Sie haben neben dieser Verkehrseinschränkung hier, wegen dieser Spurverengung für die Wasserleitung, die man unten macht, dann auch, wenn Sie mal das Tal aufwärts fahren, dann haben Sie dort die Einschränkung, dass Sie in Hölsten vor einer LSA stehen, ungefähr gleich, wie Sie jetzt wahrscheinlich beim Anfahren, wenn Sie mit dem Auto gekommen sind, gestanden sind. Also dort wird es eine Lichtsignalanlage geben, dann auch in Niederdorf. Und das wäre die Zusammenfassung eigentlich nochmal für alle Bauarbeiten, die hier in der Vorbereitungsphase wird stattfinden, also bis im April 2021. Das ist also erst so eine Art Aufwärmphase. Man ist hier jetzt dran, das sehr genau zu planen. Weil jetzt sind ja die Unternehmer eben an Bord. Man wird die Bauphasenplanung weiter können fortschreiten und die Etappierung auch ganz genau abstimmen. Das passiert in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt, mit der Verkehrspolizei und mit den Gemeinden. So, dass dann auch die Sperrungen und Umleitungen, die Sie hier sehen oder werden erleben im Tal, dann auch dann übergeordnet können koordiniert werden und auch publiziert werden. Jetzt fehlt dazu natürlich noch das exakte Datum. Da sind wir ja auch noch ganz warm drauf, dass das dann dort jetzt auch endlich an den Startschuss kommt, dass wir dort loslassen können. Aber dann werden dann auch die Einschränkungen nochmal auf das Datum genau kommuniziert, also dass man dann das im Amtsblättli gemeinsam oder natürlich dann auch auf der Homepage BLT kann nachlesen, wenn das wird stattfinden. Hier haben wir noch auf Wunsch vom Gemeinderat haben wir den Knoten Bad Bubendorf nochmal mitgenommen und ich darf hier dem Reto Rotzler nochmal schnell das Wort übergeben, um die Arbeiten hier nochmal zu zeigen. Also, Sie haben ganz viel von Wasserleitungen gehört und Werkleitungen. Es ist ja so, dass ja aufgrund von unserem Projekt Leitungsumlegungen nötig sind, einerseits. Andererseits, dass es aber, wenn wir schon am Bauen sind, auch Sinn macht, dass die Werke, allenfalls Leitungen, die in der Nähe sind, die die Lebensdauer erreicht haben, die man sowieso muss erneuern muss, dass wir die eben mitmachen. Also, dass wir dort Synergien nutzen, Synergien schaffen. Und das ist im Projekt auch eingeflossen, in jedem Los, mit der sogenannten Werkleitungskoordination, wo man eben die Bedürfnisse abgeholt hat, im Projekt integriert hat und jetzt eigentlich als Gesamtbaustelle abwickelt. Entsprechend
sind natürlich auch die Kosten nicht vollumfänglich bei der BLT oder beim BAM-Projekt, sondern eigentlich nach dem Verursacherprinzip wird das auch aufgeteilt. Ich darf Ihnen hier noch ein anderes so ein Synergieprojekt vorstellen. Man hört Stefan Ruana, Leiter Verkehrstechnik vom Kanton, ist heute oben hier. Stefan, du korrigierst mich, wenn ich irgendetwas falsch sage oder wenn etwas fehlt, einfach ergänzen. Es ist ja so, der Knoten Bad Bubendorf, der ist stark belastet, das wissen Sie wahrscheinlich am besten von allen. Und es gibt jetzt hier Massnahmen, die wir mit dem Projekt umsetzen, um die Leistungsfähigkeit von dem Knoten zu erhöhen. Einerseits, wenn wir jetzt die linke Seite anschauen, wenn Sie von Liestal herkommen und nach Bubendorf fahren wollen, dann haben Sie ja die Rechtsabbiegespur für nach Bubendorf. Und die Rechtsabbiegespur, die wird zu den Spitzenzeiten oft ist die überfüllt. Und es ist vorgesehen, mit dem Projekt die Rechtsabbiegespur zu verlängern um rund 150 Meter. Das ist die eine Geschichte, eher am linken Bildrand. Das andere Thema, das ist am unteren Bildrand auf der rechten Seite. Wenn Sie von Bubendorf Richtung Liestal fahren oder allenfalls von Bubendorf talaufwärts. Im heutigen Zustand haben Sie ja dort einen Linksabbieger und einen Rechtsabbieger, die getrennt sind voneinander. Neu wird es aber so sein, und das sehen Sie auf dem Bild andeutet, dass Sie, also die rechte von diesen beiden Spuren ist eine Kombispur, da können Sie sowohl links wie rechts abbiegen. Das heisst, der Hauptverkehrsfluss ist ja von Bubendorf Richtung Liestal. Das heisst, dass man eigentlich zweispurig kann links abbiegen kann. Und wenn Sie jetzt den Fahrverlauf weiterverfolgen mit einer roten Fläche dort, das ist ja die Bushaltestelle, da sehen Sie unten dran wieder die Pfeile, die so ein bisschen nach oben zeigen. Dort wird eigentlich die doppelte Spurführung dann wieder reduziert, langsam Richtung Liestal führen, wo sich die Fahrzeuge dann wieder verzahnen. Das bedeutet aber selbstverständlich, dass die beiden Spuren von Bubendorf her, dass die dann gleichzeitig grün haben müssen. Also auch die rechte Spur, die heute eine Rechtsabbiegespur ist. Neu als Kombispur. Mit diesen Massnahmen wird die Leistungsfähigkeit von dem Knoten erheblich erhöht. Weiss jetzt, Stefan, ist das so korrekt wiedergegeben oder hast du noch etwas zu ergänzen? Ich noch was sagen, vielleicht an dem Plan, wo man sieht, die Einfahrt von Bad Bubendorf. Heute ist, wenn man von Bubendorf herkommt, gibt es die grüne Fläche, die man sieht, wo heute die Einfahrt ist von Bad Bubendorf, die wird zugemacht. Genau. Und neu hat man zwei Einfahrten, jeweils am oberen und unteren Bereich von Bad Bubendorf, wo die neue Erschliessung ist von der Parkplatz. Das zu dem und vielleicht, wir haben noch das Ganze auch verkehrstechnisch simuliert, dass man gut gemacht hat, wie sieht die Leistungsfähigkeit aus, nicht nur bei dem Knoten, sondern auch der Kreisel, der Mikrokreisel. Und es ist natürlich klar, wenn wir hier natürlich die Leistungsfähigkeit erhöhen, bringen wir auch mehr Verkehr in Kreisel. Also wir sollten den Rückstau von der Anlage zum Kreisel nicht mehr haben. Das hilft uns, dass die Kapazität des Kreisels vollständig ausgenutzt werden. Aber wir bringen von Liest natürlich auch mehr Verkehr Richtung Kreisel. Plus wenn wir Bautätigkeiten von Bachkämmer natürlich auch wieder mehr Verkehr generiert. Also im ganzen System gehen wir davon aus, dass der Kreisel Migros letztendlich das leistungsbestimmende Element wird sein auf dieser Strecke. Das werden wir, nachdem wir den so erstellt haben, den Knoten, wird man es im Detail prüfen und dann schauen, wir beim Kreisel alles auch Massnahmen machen oder nicht. Unsere Ideen sind schon vorhanden, erstens Spitzen, aber die sind erst spruchreif, auch wenn wir den Blick als Problem haben. Gut, besten Dank. Dann eine zweite Massnahme, die sicher für die Gemeinde Bubendorf auch wichtig ist, das ist eigentlich die Sicherung vom Velofahrer, der eben von dem Migros-Kreisel eigentlich nachher zur Haltestelle Bad Bubendorf führen will. Das ist ein Projekt zwischen Kanton und Gemeinde, wo jetzt aber auch mit dieser Synergie dann gemeinsam realisiert werden kann. Und zwar sehen Sie am rechten Bildrand, und jetzt komme ich schnell mit dem Pointer helfen. Sie sehen unten die Vergrößerung. Hier am rechten unteren Bildrand ist die Idee. Sie sehen, hier hat es ein neues rotes Insel. Das ist die bestehende Insel vom Kreisel, dass der Velofahrer eigentlich via hier dem Schutzinsel kann queren auf die untere Seite. Und dann eigentlich im violetten Bereich einen Fußgänger-Velo
Bereich hat, Velostreifen in Violett, die nachher bis zur Haltestelle führt. Und Sie sehen nachher im Bereich von der Bushaltestelle, die Wartehalle bleibt am Ort, wo sie heute ist. Den Velofahrer führen wir nachher hinten durch. Und dann unten links ist dann die Veloabstellanlage auch von der WB-Haltestelle Bad Bubendorf, wo man direkt eigentlich zur Haltestelle gelangen kann. Gut, das wäre das Thema vom Baubeginn und Bauarbeiten. Ich möchte ganz kurz noch auf Termin und Bauphasen eingehen in einer vereinfachten Darstellung. Sie sehen, tabellarisch dargestellt, wir haben auf der linken Seite in jeder Ziele ein Los, vom Los 0 bis zum Los 7. Und oben durch sehen Sie eigentlich jetzt Quartal über die Jahre 2020 bis 2023. Mit PG ist eben gemeint die Plangenehmigung. Die erwarten wir, Sie sehen es jetzt im vierten Quartal. Wir wissen noch nicht so genau, wann welches loskommt. Wir haben unsere Wunschtermine und Prioritäten im BAV einmal angegeben. Aber wir gehen davon aus, dass wir bis Ende Jahr sämtliche Plangenehmigungen haben. Dann gibt es in Hellblau, vor allem im Quartal 1/21, aber auch noch im Quartal 4 vom jetzigen Jahr, gibt es die Vorarbeiten unter Betrieb, die wir gehört haben. Werkleitungsarbeiten, Installationsflächen parat machen. Der Unternehmen tut sich vorbereiten auf die Intensivphase. Die startet dann nach der Ostern 21, in dem Q2 21 und dauert dann so lange, wie die dunklerblaue Fläche eingefärbt ist. Das ist je nach Los ein bisschen anders. Und zwar gehen wir davon aus, dass in der unteren Talhälfte Bauarbeiten weniger komplex sind, weil wir sind nicht mit in den Dörfern. Wir haben auch weniger Stützmauern, weniger Kunstbauten zu machen. Darum gehen wir davon aus, dass wir eigentlich bereits anfangs 22 dort so weit sind, dass das Gleis eben fertig ist. Und dann kommt in grün der Fahrleitungsbau und in rosarot der Bau von der Sicherungsanlagen. Sie haben auch schon gehört, allenfalls, wir haben ein Zugsicherungssystem, ein Stellwegsystem, eine Führerstandssignalisierung, das sogenannte CBTC. Das ist eine ganz neue Technik und die muss natürlich auch getestet sein, nicht nur im Labor und im Werk, sondern eben auch auf der Schiene mit dem Fahrzeug. Und darum haben wir eben den Testbetrieb in der unteren Talhälfte, fängt früher an, dass wir genug Zeit haben zum Fahrzeugtesten, zum Anlagentesten, aber selbstverständlich auch zum unser Fahrpersonal auf den neuen Fahrzeug auszubilden. In der oberen Talhälfte kommt dann der Abschnitt, die Arbeit ein bisschen später. Und auch der Testbetrieb ist dann dort nur etwa 2 Monate lang. Es geht einfach darum, eigentlich die Anlage zu testen, den Betrieb zu testen und können in Betrieb zu nehmen, damit wir dann wirklich im Fahrplanwechsel im Dezember 2022 parat sind und pünktlich können in Betrieb gehen. Und nachher, Sie sehen die graue, weiße Fläche, das sind eben die Nacharbeiten unter Betrieb, wo wir auch bereits gehört haben davon. Gut, das wäre es von mir. Jetzt darf ich Entschuldigung, Kommunikation, ein wichtiges Thema. Aber Fahrzeuge, Bahnersatz ist noch falsch, das machst du nachher wieder. Genau. Kommunikation, genau. Was ist unser Ziel mit der Kommunikation? Unser primäres Ziel ist, dass Sie, also Gemeinden, Gemeinderäte, aber das Gewerbe und vor allem eben auch die Bevölkerung, dass ihr informiert seid über die Einschränkungen während der Bauphase. Also das Tal muss ja auch funktionieren, auch wenn wir bauen. Wir haben ein ureigenes Interesse, weil unser Bahnersatzbus fährt nämlich auch auf der Straße. Und dann soll es aber auch möglich sein, weitergehende Informationen zu kriegen, wenn sich Leute interessieren, mehr über das Projekt zu erfahren und Fragen haben, dass man dort eine Möglichkeit hat, auch an die Projektleitung zu gelangen, an uns zu gelangen und auch vernünftige Antworten zu kriegen. Jetzt, wie machen wir das? Was sind unsere Kanäle? Die primäre Kommunikationsplattform wird unsere Internetseite sein. Und zwar unter der Adresse blt.ca/ww. Dort drauf werden wir primär informieren. Wir tun jetzt auch das Video, das wir heute machen. Auch die Präsentation, die wir jetzt halten, werden wir dort publizieren. Eben auch für die Leute, die vielleicht sich nicht getraut haben zu kommen oder nicht haben können kommen, die können das dort nachschauen. Wir wollen aber auch Verkehrsphasen dort publizieren, weil die wechseln ja zwischendurch auch einmal, dass die Leute die Möglichkeit haben, sich dort zu informieren.
Irgendwann wird es auch Nachtarbeiten geben in diesem Projekt. Auch Nachtarbeiten, Termine, die wir auf der Homepage publizieren. Wir haben auch die Idee, dass wir am einen oder anderen spannenden Ort auf dieser Baustelle eine Webcam installieren wollen, wo man auch via Homepage zugreifen kann und man kann schauen, wie das eigentlich so läuft. Weiter wollen wir mit einer Baustelle-E-Mail-Adresse auch Kontaktmöglichkeiten schaffen, zum Fragen stellen, wo wir dann auch innerhalb des Teams schauen können, wer ist ein Spezialist für diese Frage, dass sie auch eine vernünftige Antwort kriegen. Im Weiteren haben wir in Niederdorf eine Liegenschaft gefunden, wo wir einerseits unser Baubüro einrichten vor Ort, aber andererseits eben auch einen Infopoint werden betreiben. Wir können auch nicht so genau sagen, ab wann und in welcher Form, weil mit Corona ist das nicht so ganz einfach. Aber wir stellen uns vor, dass das vielleicht in den Anfangsphasen, in den Vorarbeiten, einmal monatlich ein Oben sein könnte, wo man weiss, immer fix, der zweite Mittwoch oder was es ist, der erste Montag oder so, kann ich da hingehen und es ist jemand dort. Das kann dann auch mit der Intensivierung der Bauarbeiten dichter werden. Auch werden wir weiterhin so Infoanlässe machen, hoffentlich auch wieder unter normalen Bedingungen. Der nächste wird sicher sein, bevor die Hauptsperre losgeht, bevor wir die WB einstellen. Auch weiterhin das WB-Magazin, zweimal pro Jahr. Dann ganz wichtig auch das Kommunikationsmittel, die Flyer, wo wir direkt betroffenen Anwohner von Bauarbeiten werden dann im Briefkasten verteilen. Und auch in den Printmedien gibt es sicher ab und zu irgendein Inserat oder einen Hinweis auf eine spezielle Situation. Jetzt, wo sind wir daheim? Ich habe es gesagt, in Niederdorf, an der Dorfgasse, wo wir eine Liegenschaft haben können mieten. Und zwar an der Dorfgasse 74. Und wenn man genau anschaut, sieht das etwa so aus. Das ist eine Liegenschaft, die unten in, ist eigentlich eine Gewerbeliegenschaft, die unten in eben Möglichkeiten hat, von der grösseren Räumlichkeiten her eben einen Infopoint zu betreiben und oben in Büromöglichkeiten hat, dass man eben auch von hier aus kann arbeiten und vor allem die Leute von uns, die eben täglich dann auf der Baustelle werden sein, dass sie nicht weiss, wie weit immer anreisen müssen. Gut, dann darf ich jetzt auf das Traktandum 6 die Freddy übergeben, sogar mit dem richtigen Namen. Ja, Sie haben jetzt ganz viel gehört über Bauen und Infrastruktur und was wir alles zusammen machen wollen. Und letztendlich, wenn wir da am 11. Dezember 2022 in Betrieb gehen, dann sollten wir auch noch Fahrzeuge haben. Und das Fahrzeug, das haben wir auch schon gezeigt, das sieht so aus. Das ist ein Stadlerfahrzeug, wird in Valencia in Spanien gebaut. Und da sind wir auch sehr gut unterwegs. Wie sehen die Meilensteine von diesem Lieferplan aus? Spanien, das wissen wir alle zusammen, das hat ein bisschen gelitten unter Corona. Und die Firma Stadler ist dann einmal zu uns gekommen und gesagt, ja, brauchen die Fahrzeuge tatsächlich? Und dann haben wir dann zur Antwort gegeben, ja, selbstverständlich brauchen wir die. Und ich darf Ihnen sagen, die Fahrzeuge kommen, und zwar sie kommen rechtzeitig so, dass wir am 11. Dezember in Betrieb können. Wie läuft die Produktion ab in Valencia? Grössenordnung jetzt im Herbst, also im vierten Quartal, wird die Produktion anfangen in Valencia. Also das heisst, das Fahrzeug ist fertig, das ist parat und wird jetzt eigentlich dann quasi Blech zugeschnitten. Die werden abgekantet so, dass man dann das Ganze zu einem Kasten kann formen. Und dann wird der Beginn von der Endmontage Grössenordnung im Mai nächstes Jahr sein. Das heisst, dann ist der Kasten nachher, wo man aus Stahl fertigt, ist dann farbig und dann fährt man mit dem Innenausbau an, tut nachher Isolationen, Stühle, Fenster, die ganze Einrichtung und x Kilometer Kabel schlussendlich in das Fahrzeug rein. Ende 2021, das heisst also in rund etwa 14 Monaten, ist das erste Fahrzeug fertig. Dann werden wir mit der Endabnahme starten, werden schauen, ob wir starten, das alles so gemacht hat, wie man das ursprünglich mal im Anforderungskatalog definiert und im Pflichtenheft festgelegt hat. Und dann fangen wir Grössenordnung im Januar 2022 an mit der sogenannten dynamischen Inbetriebssetzung. Das Werk in Valencia, das hat eine eigene Teststrecke, die ist rund etwa 2,5 Kilometer lang und nachher kann das Fahrzeug tatsächlich auf Herz und Nieren eben nicht nur statisch, sondern wirklich auch dynamisch entsprechend geprüft werden. Wenn das Fahrzeug nachher geprüft ist, dann muss es vom Bundesamt für Verkehr zugelassen werden. Das gibt einen Typen- und eine Betriebszulassung. Und wenn das nachher alles fertig ist, dann kommen die Fahrzeuge so langsam in die Schweiz. Im Juli 2022 kommen 3 Fahrzeuge in die Schweiz. Die brauchen wir, die 3 Fahrzeuge. Und zwar, weil wir müssen einerseits mal ein Fahrzeug testen allein.
dann fahren wir in der Hauptverkehrszeit mit einer sogenannten Doppeltraktion, also mit zwei Fahrzeugen. Und dann brauchen wir noch ein drittes, um die Sicherungsanlage, die Reto Rotzler vorher erwähnt hat, können zu testen, weil wir ja schlussendlich auch sicherstellen müssen, dass wenn wir vom Doppelspur in Einspurabschnitt reinfahren, dass dort schlussendlich keiner entgegenkommt. Und darum brauchen wir die drei Fahrzeuge. Nachher, ab Grössenordnung August, werden die Fahrzeuge so geliefert, dass Ende Oktober 2022 das letzte, das heisst das 10. Fahrzeug, schlussendlich angeliefert wird. Jetzt haben Sie vorher gesehen, dass Waldenburg natürlich erst so Grössenordnung im September zur Verfügung steht. Dann können wir dann zu Waldenburg anfangen zu testen, September, Oktober. Und jetzt ist die Frage, wo tun wir denn die Fahrzeuge an? Die Fahrzeuge werden abgeliefert im Bereich Bubendorf und Grüngen. Wir haben vorher gesehen, in den Ausführungen von Reto Vollenweide, dass in der Grüngen eine Abstellanlage gebaut wird. Die werden wir nutzen, um auch die Fahrzeuge nachher abstellen können. Selbstverständlich mit der entsprechenden Bewachung, die wir nachher werden dort aufziehen. Das ist eigentlich so der Werdegang der Fahrzeuge. Und wenn wir dann alles zusammen gut machen und gut getestet haben und die Infrastruktur auch zur Verfügung steht, dann können wir den Betrieb anfangen. Und da müssen wir natürlich dann auch noch das Personal ausbilden. Und da sind wir auch noch dran, dass wir dann das Ausbildungskonzept entsprechend so aufbauen. In der Zwischenzeit, bis wir aber nachher die Strecke fertig haben und bis wir nachher die neuen Fahrzeuge haben, haben wir 20 Monate Bahnersatz. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, 6. April und 11. Dezember, das sind die rund 20 Monate. Und der Bahnersatz, der verkehrt in der Hauptverkehrszeit im 7,5-Minuten-Takt. Und sonst eigentlich im 4-Stunden-Takt, respektive im Halbstundentakt. Wir haben alle Taktsprünge von der heutigen Bahn halbiert. Und zwar, dass man auch wirklich ein besseres Angebot hat und die längere Reisezeit in dem Sinn eigentlich ein bisschen kompensieren kann. Die Haltestellen, die man bedient, das sehen Sie im Bild. Das sind alle Haltestellen, die man heute bei der Bahn kennt. Die Haltestellen, die werden provisorisch für Busse entsprechend nachher ausgerüstet, teilweise auf der Strasse. Und wir haben eine zusätzliche Haltestelle, das haben sie jetzt in diesen 6 Wochen Sperrung auch gehabt, wo wir in der Sommerferien hatten. Und zwar ist das Stadion und Kaserne, wo wir zusätzlich werden bedienen mit den Bahnersatzbussen. So also Beispielhaltestellen, wie das jemand könnte aussehen, sehen Sie oben links das Muster für Hölsten. Da wird die Haltestelle oder beide Haltestellen in beide Richtungen werden auf der Strasse sein. Das heisst, es sind sogenannte Fahrbahnhaltestellen, wo man nachher auch einen kurzen Fahrgastwechsel machen wird. Und unten rechts sehen Sie die Haltestelle in Waldenburg. Die ist auf dem Parkplatz bei der Gemeinde in Waldenburg. Den Parkplatz den werden wir so dort aufheben, werden Bushaltestellen machen. Der Parkplatz wird nachher für PW wird verlegt, hinten an, dort vor dem Schulhaus. Und wir werden ebenfalls auf der provisorischen Bushaltestelle einen Kiosk entsprechend bauen, auch mit dem Bankomat, so dass wir nachher auch in Waldenburg wieder Einkaufsmöglichkeiten haben. Das die Situation zu den Haltestellen. Jetzt kommen wir bereits zu der Diskussion, zu Fragen. Wir stehen Ihnen sehr gerne zur Verfügung zu Fragen. Weil wir ja am Anfang gesagt haben, wir zeichnen die Veranstaltung auch auf, macht der Reto Rotzler den Mikrofonboy. Er ist der Jüngste und der Fitteste. Nein, der Jüngste stimmt nicht ganz, aber vielleicht der Fitteste. Darum hat er sich zur Verfügung gestellt. Wir machen jetzt einen Mikrofontausch und ich nehme gerne die erste Frage von Ihnen entgegen. Wir warten noch schnell, bis der Reto Rotzler parat ist. Also, wer bricht den Bann? Sind wir so gut gewesen, dass keine Fragen hinterlassen. Also ich denke, ganz wichtig ist, wir haben vom Reto Vollenweide gehört, dass es geht nicht ganz ohne Behinderungen. Wir haben jetzt vor allem über die Bauarbeiten geredet, die eigentlich die Bahn immer noch fährt. Also da haben wir immer noch das gleiche Angebot, wie wir eigentlich haben. Wir werden in dem Sinn eigentlich im öffentlichen Verkehr nichts spüren von dort her. Aber selbstverständlich wird vor allem durch die Lichtsignalanlagen, die wir einerseits in Hölsten haben, im Bereich vom Weidbächli, Hölsten Süd oder auch in Niederdorf, da wird es leider schon ab Beginn zu Behinderungen kommen. Wir versuchen natürlich durch clevere Lichtsignalsteuerungen möglichst eigentlich die können im Rahmen zu behalten. Das
das ist klar, aber ganz ohne Behinderung geht es nicht. Und ihr kennt den Spruch von mir, wenn wir schon an der letzten Veranstaltung waren, man kann leider nicht duschen, ohne dass man nass wird, und darum kann man auch nicht bauen, ohne dass es irgendwelche Behinderungen gibt. Das ist leider Gottes so. Aber dass ich jetzt dann nicht den ganzen Abend noch alleine bestreite, wäre ich froh, wenn Sie noch irgendeine Frage haben. Sehr gerne, danke vielmals. Es nimmt noch Wunder, wie es mit dem Veloweg ist, das Tal darauf. Das wird ja dann, jetzt ist er ja schön an der Straße, praktisch auf der Hauptstraße. Wie bleibt das? Oder? Meinen Sie während dem Bau oder nachher, wenn es fertig ist? Während dem Bau. Reto, kannst du da am besten etwas sagen? Meinen Sie auch in den Vorbereitungsarbeiten oder nachher dann während der Hauptbauzeit? Das sind ja zwei unterschiedliche Themen. Also ich habe zuerst gesprochen von den Arbeiten, die jetzt anstehen. Dort wird es keine grossen Veränderungen geben. Wir haben eine gesehen, die in Hölste, meint die eine Umleitung ist. Aber eigentlich so die Region hier, Bubendorf, dort ist ja der Veloweg auch schon bereits hinterher, also Grüngenstrasse. Wir fahren jetzt ja mit dem Velo auch hinterher, also die Wasserleitung, die man dort auf der Kantonstrasse baut, die hat nur für Fußgänger Auswirkungen. Also Fußgänger, das Trottoir selber, das ist gesperrt in dieser Zeit. Also auch als Fußgänger muss man dann hinterher laufen. Aber für den Veloweg gibt es keine Veränderung zum heutigen Zustand. Ist das okay? Während der Sperrung gibt es natürlich Ex-Anpassungen, also die werden wir dann selbstverständlich auch kommunizieren. Aber dort sind wir ja auch, es hat einen schönen Veloweg hinterher, bis auf Höllsten, und dann geht die auch noch Bären-Matten-Strasse weiter. Also da gibt es immer auch wieder Anpassungen, das ist so. Die müssen wir im Baufortschritt dann auch mitdenken. Und das ist auch eine Aufgabe, die bei uns auf jeden Fall auch noch auf dem Tisch ist. Und das gehört zu der ganzen Etablierungsplanung, Verkehrsphasenplanung. Das ist eigentlich alles dort mit dabei. Das ist selbstverständlich ein grosses Thema. Dann auch zum Beispiel Fußgängerstreifen auch. Also in den Dörfern haben wir auch Fußgängerübergänge, die man immer muss gewährleisten, gerade bei Schulwegen etc. Also das ist ein grosses Thema, wo eigentlich auch dementsprechend Beachtung geschenkt wird. Dankeschön. Weitere Fragen? Ich glaube, wir müssen es nicht in die Länge ziehen. Also wie gesagt, Sie haben jederzeit Gelegenheit, eigentlich eine Präsentation, den Film anzuschauen, auch im Internet. Wir werden selbstverständlich relativ gleich auch die Internetadresse bekannt geben, wenn Sie irgendeine spezifische Frage haben, Waldenburgerbahn. Bis die Internetadresse nachher entsprechend aufgeschaltet ist, dürfen wir Sie auffordern, auch auf info@blt Ihre Fragen zu stellen. Wir werden das selbstverständlich nachher gerne beantworten. Das ist absolut kein Problem. Wir bauen für Sie und stellen auch uns eigentlich in Dienst von Ihnen, wenn Sie Fragen haben, jederzeit. In diesem Sinn können wir die Veranstaltung durchaus schliessen. Ich danke herzlich fürs Interesse mit dem ganzen Team, das Ihnen heute eigentlich zur Verfügung gestanden ist. Wir hoffen, wir freuen uns auf die tolle neue Bahn und hoffen und danken Ihnen fürs Verständnis schon jetzt während der Bauphase. Für die, die vom Lampenberg mit dem Bus oder vom Ramsberg mit dem Bus gekommen sind, die können sich wieder zum Bus begeben. Der fährt grössenordentlich in 5 bis 10 Minuten, sobald er etwa gleich viele Leute drin hat, wie er runtergebracht hat, um die wieder entsprechend nachher zurückzuführen. Gut, herzlichen Dank im Namen von der BLT und recht einen schönen Abend.